Braucht man nicht. Wird überbewertet. Reaktionszeit muss null sein. Also irgendwie. Was können wir denn da? Aber das ist, also das sieht gar nicht so schlecht aus in meinen Aufnahmen. Mhm. Bis jetzt passt es immer. jetzt habe ich es nur auf Fahr gestellt und also jetzt läuft's gut. Ja, okay. Das immerhin. Ja. Immerhin. So, wie wollte ich denn jetzt weitermachen? Jetzt ist er auch am Überlegen. Am Überlegen. Genau, ich wollte jetzt ja hier den. So, wie mache ich das hier? Rennt man sich da hier einen Kopf an? Nee, das passt noch alles. So. Gibt's bei dir eigentlich Ziele, die du dir für die nächste Zeit irgendwie gesetzt hast? So YouTube-technisch? YouTube-technisch oder ja, oder was weiß ich, hardware-technisch jetzt neuen PC kaufen oder was weiß ich? Nee, neuen PC oder so habe ich nicht vor zu kaufen. Da bin ich mit meinem aktuellen eigentlich noch recht zufrieden. Mhm. YouTube-technisch habe ich halt natürlich auch so meine Ideen, wie ich gerne was hätte, wie ich gerne welche Aufrufzahlen oder so hätte, um zu sagen, das lohnt sich dementsprechend weiterzumachen, ohne aufzugeben. Mhm. Weil man steckt ja doch wahnsinnig viel Zeit in die ganze Sache und hinterlässt auch schon mal das ein oder andere, was halt nicht so, wie sage ich, dass es am besten nicht immer so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie es vielleicht sein sollte. Hm. Ja klar, ich meine, da gibt es auch wiederum Leute, die sagen, ach, der ist, was weiß ich, Abo-geil, Aufruf-geil, aber im Endeffekt ist es halt auch wirklich so, dass ein YouTube-Kanal ja von seinen Aufrufen lebt eigentlich. Also ohne Feedback gibt es ja niemanden mehr, der sich jetzt die Arbeit macht, sag ich mal. Was heißt Arbeit macht? Man macht es gerne, aber trotzdem, wenn irgendwann das Feedback ausbleibt, dann sagt man sich, ja, warum mache ich es eigentlich? Dann kann ich es ja gleich offline machen, eigentlich für mich selbst jetzt gesehen. Ja, es ist immer ein bisschen schade, wenn sich's keiner anschaut. Und da hatte ich mir selber eigentlich gesagt, also ich setze mir eine Grenze bei X, die lasse ich einfach mal so nur unbenannt im Raum stehen und dann sage ich mir irgendwie, passt oder passt nicht. Also ich mache das ein Jahr lang und dann schaue ich mal, wie weit ich dann sozusagen bin. Aber im Moment ist das so, also das hatte ich ja schon mal, ich vermute mal, jetzt sieht man das im Moment in einer anderen Folge angesprochen, dass ich da dieses Durchhaltevermögen, das man haben muss. Ne? Ja. Und das muss man halt auch dann wirklich manchmal durchziehen und sagen, es läuft trotzdem weiter. Ich kriege das hin, auch wenn es gerade nicht so läuft. Und das ist jetzt im Moment so eine Phase, wo ich mir sage, wisse, im Moment läuft es, es macht Spaß, es ist super, aber wenn es mal nicht mehr läuft, dann kommt wieder die Phase, wo du dir sagst, kriegst du hin. Nicht den Sand in den Kopf stecken sozusagen. Genau, den Sand in den Kopf stecken. Sondern ganz gechillt weitermachen. Ja. Auf jeden Fall. Und solange es Spaß macht und es irgendeine Reaktion gibt, reicht es ja meistens schon. Man muss sich halt immer nur überlegen, wie viel Zeit man investiert und das alles auch zu kompensieren, was man da natürlich auch an Zeit investiert. Das ist wahr, ja. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich habe gerade keine Idee. Ich habe gerade wieder mal keine Idee. Ich glaube, das ist mir des Öfteren heute schon vorgekommen. Aber wir quatschen einfach zu viel, glaube ich. Ja. Vielleicht so. Einfach mal die Klappe halten. Ach ja. Ach nee, so passt es schon. Hätte ich jetzt mal gesagt. Hier kann man vielleicht noch zumachen. Und. Boah. Irgendwie passt das schon. So kann ich jetzt nicht mehr fliegen. Ich muss fliegen. Flieg davon, kleines Vöglein, flieg. Kelturio-Vogel? Jein. Hast du ein Problem mit dem Kelturio-Vogel? Jein. Sehr wortgewandt. Also kommt man ein neuer Spitznamen. Ja. Der Kelturio-Vogel. Da fliegt er wie ein Vöglein. Ja, man muss ja auch manchmal etwas von oben betrachten, wie es ausschaut. Genau. So, wir sind schon wieder voll über der Zeit wahrscheinlich, aber ich bin jetzt hier noch so dabei. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss ja noch ein bisschen was machen hier. Ich wäre noch in meinem Domizil, das ich mir jetzt hier gerade einrichte. Das muss ja richtig, richtig gut werden. Man will sich ja wohlfühlen.
dein Domizil. Was hast du denn für Ziele gesetzt? In deinem Domizil. Ein episches Aussehen. Oh, ja, das muss ja, also bei der Map hier kommen, da musst du schon sagen, das muss sein. Also. Das muss eigentlich schon so sein, dass die Leute das sehen und sagen, boah, wann gibt's die Map? So ein Download. Das wäre ja jetzt schon wieder ständig gefragt, aber ich sage, hey, ich habe das Projekt erst mal angefangen, also jetzt gibt's noch nichts zum Download. Und wahrscheinlich die nächste Zeit auch noch nicht. Ich will ja erst mal hier vorankommen. Genau. Tja, was sich da manche denken, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir da eine schöne Tür. Oder soll das überhaupt so sein? Ich weiß es schon wieder nicht hier. Ja doch, so kann man es machen eigentlich. Doch, das sieht gut aus. Jetzt sieht es langsam richtig schlossmäßig aus. So. Da hat man hier auch einen schönen Durchgang. Das passt doch. Ich bin stolz auf dich, Kelturio. Nein. Hast du das gerade zu dir selbst gesagt oder von deinen Abonnenten gesehen? Nee, das hat gerade ein Abonnent hier mir ins Mikrofon gequatscht. Der hier das ist ja super. Ja, das ist klasse, solche Abonnenten braucht man. Ja, wie stehen wir jetzt eigentlich mit der Zeit, frage ich mich. Ah, okay, so ungefähr. Ah, okay. Längst über der Zeit. Der längste Gast. Also das ist mir in der Minecraft-WG übrigens auch passiert. Ja. Also da hatte ich halt einen Gastauftritt und habe die Zeit dermaßen gesprengt, dass ich dann einfach irgendwie dann noch länger da geblieben bin. Der Marv. Ja, der macht sowas, da ist ja gut drin. Ja, der übertreibt gerne. Marv, der Übertreiber. Ach, ist das blöd, jetzt ist das so eng hier. Jetzt ist die Küche direkt mit im Schlafzimmer. Das sieht doch auch blöd aus. Ich glaube, draußen sieht es gut aus. Von drinnen sieht es noch nicht ganz so gut aus hier. Nee, von innen habe ich jetzt eine riesen Monster-Couch und das passt alles nicht. Eine Monster-Couch? Ja, jetzt muss ich mir da was anderes überlegen. Da muss ich jetzt einfach den klassischen... die klassische Couch machen. So, warte mal, den nehme ich... Die darf ja nicht zu groß sein hier, weil ich habe ja nur so relativ wenig Platz in meinem bescheidenen Haus. Ja, das scheint so schade. Was habe ich denn? Ach du Scheiße, hier sieht es auch noch kacke aus. Ach, ich finde es blöd, dass man zum Beispiel gerade aus diesen Half-Steps... dass man da nicht verschiedene Steps miteinander zu einem Block kombinieren kann. Es geht immer nur von der gleichen Sorte. Mhm. Sonst könnte man schön Fußboden und Decke gemischt machen, aber so muss man immer zwei Blöcke hoch. Ja. Hä? Wieso fehlt denn da unten auf meinem Getreidefeld bei der Mühle ein Weizenfeld? Vielleicht war das der Creeper? Das bestimmt der Idiot ist bestimmt von der Mühle runtergefallen und hat dann hier die Erde platt getrampelt. Das kann natürlich auch sein. Wie frech. Wie frech, ey. Muss der Bauer wieder ans Werk. Hast du eigentlich den Kühlschrank mittlerweile schon fertig? Ja. Oh. Aha. Funktioniert okay. Sogar schon. Boah, jetzt kam mir was entgegengeflogen. Klar. Was zu essen. Ah, sehr cool. Das dürfte... So, du hast bloß einen Block daneben und nur der Knopf, der... Aber das mich wundert, dass zuerst die Tür aufgeht und dann das Ding rausgeflogen kommt. Woher weiß der das so zeitlich abzutimen? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Funktioniert einfach. Das funktioniert einfach, genau. Wie so manche Autos, wie so manche Computer, sie laufen einfach. So. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall mit dem Kühlschrank. Was ist das hier? Das ist ein Wasserhahn. Das ist das Waschbecken und da ist der Wasserhahn. Ach so, weil den Wasserhahn, den kann ich auch nach oben prügeln. Genau. Und dann geht das Ding runter und hoch hier. Geht's jetzt auch? Okay. Verstehe. Ja, okay, das ist wahrscheinlich bloß ein Nebeneffekt hier mit dem Trapdoor. Genau. Ach cool, das hier soll ein Fernseher sein. Richtig mit
Ja, mit dicken Surround-Boxen. Mit Harman und Kardon Surround-System hier. Ja, dass da auch da genug Leute dann was zu hören haben. Und ein Sofa aus Stein, damit man richtig bequem sitzt. Ja, da bin ich gerade noch am Basteln. So? Ach, Betten sogar gleich. Mache ich das jetzt so? Doppelbett, genau. Da können wir zusammen da übernachten. Habe ich das jetzt gerade wirklich laut gesagt? Ja, virtuell, hallo. Ja, Kuschelecke. So, ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich bin da noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Hier die Terrasse, auch spektakuläre Aussicht. Welche Farbe haben denn die Betten in deinem Texturpack? Grün. Mit einem grünen Creeper-Gesicht. Grünes Creeper-Gesicht. Okay. Dann also das muss auch bei dir gut aussehen. Ah, jetzt macht er hier grün. Also ich sag mal so, das ist ja sowieso von Texture Pack unterschiedlich her. Wenn da jemand anders drauf kommt, der findet es wahrscheinlich wieder scheiße. Dann ist das so. Das reicht mir, wenn es bei dir in der Aufnahme gut aussieht. Okay. Ne, die Terrasse hier gefällt mir auch. Weil da unten ist ein See, da könnte man theoretisch aus von der Bank hier oben aus bis da runter eine Angel schmeißen und Fisch haben. Ja, kannst ja dann mal ganz gemütlich in der Aufnahme herkommen und hier ein bisschen angeln. Ich glaube, da muss ich mir eine längere Angelschnur besorgen. Ja, ich glaube auch. So, also jetzt haben wir eine Übernachtungsmöglichkeit und hier oben so eine kleine Terrasse, da ist aber noch nichts drauf. Ja. Ja, wie gesagt, also wenn du jetzt zum Beispiel hier noch mehr geplant hast zum Bauen und so weiter, wir könnten es ja auch so machen, dass wir zum Beispiel die Aufnahme dann so weitestgehend eintüten und entweder du baust das dann offline fertig oder wir sagen eben sogar mal, hey, der Marv, der hat uns so gefallen oder ich sage, der Marv hat mir so gut gefallen und den lade ich einfach nochmal als zweiten Spezialgast ein. Ja, das kannst du ja deinen Abonnenten überlassen, ob die sagen, ich soll nochmal wiederkommen oder nicht und dann baue ich jetzt hier mein Baumhaus fertig. Aber unten der erste Stock ist soweit eigentlich durch, bin ich ganz mit zufrieden mit. Also hier hinten der Aufgang nach oben zur Dachterrasse ist noch nicht ganz perfekt. Da könnte man noch ein bisschen was zaubern. Aber wenigstens haben wir jetzt unten eine gemütliche Fernsehcouch, eine Küche, einen Leseraum zum Chillen mit einer toller Aussicht auf den See. Ja, das muss ich mir noch sagen, anschauen. Das passt. Die Sonne geht auch gerade schon wieder unter. Aber hier sind noch keine Lichter gesetzt. Ach so, ja genau. Die muss ich ja noch setzen. Bei mir ist es noch relativ dunkel. Also bei deinem Shader-Mod wird wahrscheinlich der Mond für genug Licht sorgen. Naja, hier ist mehr als genug Licht drin. Das Problem hatte ich auch immer bei diesem Shader-Mod. Gerade in Höhlen, wenn du irgendwo lang gehst, du empfindest das erst so hell und dann wunderst du dich, wo kommen die ganzen Monster her, weil du einfach vergisst, irgendwelche Fackeln zu setzen. Das war auch ein Grund, weshalb ich dann den Mod wieder runter habe erstmal. Neben den ganzen performance-technischen Gründen, die ja da irgendwie auch nicht so die besten sind. Ah, jetzt sieht es doch gut aus. Sehr gemütlich hier vor allem mit dem großen Fernseher. Jetzt muss ich mal hier das Maß nehmen und schauen, ob auch der Abstand zu dem großen Fernseher passt. Nicht, dass man viereckige Augen bekommt. Ach, du liegst ja hier hinten mit dem Kopf. Also von daher, das sind 1, 2, 3 Blöcke. Das sind gefühlte 3 Meter. Aber wenn ich mich auf den Bauch lege, sind es nur 2 Blöcke. Wer legt sich denn auf den Bauch? Man muss ja alles in Betracht ziehen. Und ich denke, ständig hier ist keine Decke dabei. Die Connected Textures, die verwirren einen. Ja, aber du kannst hier Fernsehen gucken unter dem klaren Sternenhimmel und siehst sogar noch da oben auf deine was auch immer, deinen Drecksberg, was du da oben baust. Das ist eine Monsterfalle mit einem Haus drauf. Ach so, schön. Und hier oben kannst du dann auf das Schloss herabblicken und auf die anderen Häuser, auf den Schießstand vom Commander. Ja. Und auf die Mühle. Leider verdeckt unser Haus so ein bisschen die kleine Hütte von Grenz. Aber ich hoffe, er wird sich nicht beschweren. Ja, vielleicht kommt er nochmal und mit dem Feuerzeug zu deinem Baumhaus. Ja, super. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe ein Baumhaus gebaut und dann, ich fand das so toll. Ich war so zufrieden damit. Und dann hatte ich die Idee, einen Kamin zu bauen. Au. Das kann ins Auge gehen. Ja, auch wenn man ringsrum Steine hat, das Feuer hat ja eine gewisse Reichweite, die Hitze so gesehen.
Ja, und das war denen dann relativ egal, dass ich da überall Steine hatte und naja. Fataler Fehler. Kann passieren. Genau. Blöd gelaufen. Ich frage mich gerade, wenn man hier oben auf der Terrasse steht, da ist ja direkt die Windmühle davor. Wenn die mal richtig stark hier einen Propeller reinhaut, dann hast du... Dann hast du schon mal eine Windmühle gesehen, die sich dreht wie so ein Windrad? Das Strom produziert, ich glaube nicht. Aber wenn das Einzige, was hier oben gefährlich werden könnte, sind die Creeper, die regelmäßig auf den Flügeln stehen und zu ihr zuwinken. Hallo Marv. Ja, die Windmühle ist eine moderne Erntemaschine, die haut dann den Generator an, dann geht der Propeller an und dann werden die ganzen Äpfel von den Bäumen runtergeweht und man braucht sie bloß noch aufsammeln. Ja gut, das ist dann natürlich blöd für mein Haus. Da hast du es. Das wird halt auch mit abgeerntet, das macht ja nichts. Auch ganz einfach mit runtergeweht. Okay. Ja, das passt soweit, würde ich sagen. Und wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Du musst ja jetzt zum Beispiel nicht gleich heute noch zu Ende bauen oder ich weiß ja nicht, wie du das machen willst. Genau. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier auf der Terrasse würde ich vielleicht noch hier so eine Lampe hin. Das ja, genau, das ist gut. Wie gesagt, ich sehe das jetzt oder im Moment. Oder hier so. Sieht vielleicht noch besser aus, ja. Ich sehe das im Moment halt nicht wegen dem Shader-Mod. Ist auch immer so schön hier. Man kann keinen Kamin mit Feuer machen, aber Fackeln kann man direkt unters Holz setzen. Die Streichhölzer da. Die Fackeln. So, vielleicht sollte ich hier noch irgendwie eine Tür reinsetzen, damit die Monster, die von unten kommen, dann nicht gleich... Das stimmt, sonst übernachtet hier noch ein Creeper im Creeper-Bett. Das wäre nicht so genial. Ich gehe nochmal kurz raus und mir das Ganze von unten ansehen. Ich will mal schauen, wie das von draußen aussieht. Mache ich mal kurz wieder Day. Hier so à la Cheetah-mäßig. Wobei, hier unten, Grant, sein Haus verdeckt das gar nicht. Weil die Bäume, die ganzen Bäume, die Mammutbäume, die man von hier unten aus sieht, die waren schon vorher da. Man sieht hier ja, halt nur noch ein bisschen Holz mehr, aber ansonsten, das sieht von unten her fast aus wie vorher. Nur ein bisschen anders. Ist doch gut, dann hat sich das doch gut mit in die Welt gefügt. Ja. Finde ich schon. Ja, genau, solche Stängel kann man da vielleicht noch platzieren, damit es von unten mehr wie Baum aussieht. Aber ansonsten, ja, das hat sich doch ganz gut integriert. So, darfst natürlich nur noch auch noch kein Schild vergessen, damit man weiß, wer hier haust. Ich hause nicht, ich wohne. Oh, du wohnst, okay, weil Grant hat ja darauf bestanden, dass er haust in seinem Haus. Ah, da weiß man nicht. Doch, ich bin ganz zufrieden mit meiner Hütte. Ja. Hey, sieht ja auch gut aus. Da kann man sich ja nicht beklagen. Wieso fehlt denn hier oben schon wieder ein Stein, sag mal? Enderman klauen doch keine Steine, soweit ich weiß. Oder? Nee, ich dachte nur Erde. Also, das ist ja... komisch. Naja, jetzt steht er wieder. Mysteriös. Ich hatte jetzt auch schon mal ein Loch im Boden meines Schlosses, wo ich mich gefragt habe, wo kommt das eigentlich her, verdammt. Sehr komisch. Diese Enderman halt. Wenn es denn diese waren, am Ende war es auch was ganz anderes. Ja, ich bin heimlich dorthin geflogen und hab dir einen Block rausgeschlagen, bin schnell wieder geflüchtet. Ach so. Du hast zu mir vorhin gesagt, du bist kurz einkaufen oder telefonieren, ne? Und jetzt? Genau. Und in der Zeit habe ich dir da die Blöcke randaliert. Ah. Wegrandaliert. Naja, bei mir kannst du dir jedenfalls keinen Strike einhandeln. Glück gehabt. Wir sind ja nicht auf YouTube. Richtig. So. Gut. Sieht doch, es ist doch so weit ein wenig was geworden hier zumindest. Hast du die Türen jetzt drin, ja? Genau. Okay. Ach schön, das soll das Kamin sein da eigentlich? Ja. Hinter dem Kühlschrank. Ah. Nee, das ist nicht der Kühlschrank. Der Kühlschrank ist rechts. Da ist der Ofen. Ja. Hier und dahinter ist okay. Der Kamin, okay. Der nach oben geht. Nur ohne Feuer, aber das kann man ja animieren. Wenn man es in den Ofen schiebt, dann brennt er ja auch. Das reicht ja. Genau, dann hast du da genug Feuer. So, hast du jetzt irgendwo dein Schild schon hingemacht? Ah, da. Hier wohnt Marv zockt mit einem Smiley. Genau. Das Schild, wie es in der Luft fliegt, auch episch. Ja, blöd, dass sich der Zaun nicht mit dem Schild verbindet. Müsste ja theoretisch auch ein Block sein. Macht aber nicht. Was machst du hier noch?
Das wäre noch was. Ja, bin ich mir noch nicht so sicher. Vielleicht noch eine Terrasse oder ein Raum oder... Eine kleine Toilette und es wird dann nach unten abgespült auf genau, Grenzhaus. Genau, ein Klo direkt auf Grenzhaus und mit so einem Rohr. Das mache ich dann, so eine Wasserleitung und die mache ich ihm dann da oben rein. Und der wird sich freuen, wenn er das nächste Mal das sieht. Was ist denn das? Warum stinkt's denn hier so? Genau, was ist denn hier los? Und dann kommt da so ein Schild hin. Kelturio hatte eine ganz tolle Idee. Liebe Grüße, Marv zockt. Super. Geil. Tja. Und eine offene Terrasse vor allem. Da wird's hier drin nie warm im Winter. Was soll das denn heißen? Ich kann ja immer noch mein Holz anzünden, damit mir warm wird. Ach so. Genug Brennstoff ist ja da. Genau. Ach so, hier, so eine kleine Aussicht. Okay. Blaff. Glas kaputt. Ganz einfach. So. Ja, sieht doch schick aus. Das kann man hier auch noch rausgucken. Kleiner Garderobenständer noch hin. Genau. Ja, an so kleinen Details fehlt Minecraft doch noch ein bisschen, finde ich. Kleine man muss Details. Einfach ein bisschen kreativ versuchen, das hinzubekommen. Ja, doch. So ähnlich. Warte mal, das kriege ich hin. Das mache ich dahin. Dann kommt der darauf. Ach, das geht nicht. Ich wollte da oben so einen Hebel draufsetzen, aber das hat nicht funktioniert. Für was? Ja, dass da oben noch sowas, so einer ist, ach den so, du bewegen okay. kannst. Mhm. Das geht aber nicht. Naja. Man kann halt nicht alles haben in Minecraft. Nee, man muss da braucht man jetzt viel Fantasie, um da jetzt irgendwie. Was meinst du? Ein Garderobenständer zu sehen. Ich mache jetzt hier wirklich das Klo hin. So. Mit schön großen Fenstern, dass man einem auch dabei zugucken kann, wenn man da gerade da. Genau, Klo und Dusche mit riesengroßer Glasrückwand, wo man von außen zusehen kann. Wie derjenige sich gerade am Hintern kratzt. Ja, ich würde sagen, wir machen das noch ein bisschen offscreen sozusagen. Kannst du hier nochmal durchlaufen, wenn ich dann durch bin? Ja. Boah, jetzt hat er mich eingesperrt hier. Tür vor den Kopf gekriegt. Ja, klar, das so kleine Feinheiten kann man sich dann nochmal immer ansehen. Und weil sonst dauert das jetzt zu lang, wenn wir jetzt hier noch so viel. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, können wir das Ganze soweit in Sack und Tüten bringen. War auf jeden Fall sehr interessant, einen weiteren Spezialgast hier zu haben, beziehungsweise dich als Spezialgast hier zu haben. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, bitte, bitte, keine Ursache. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht bist du ja mal wieder als Spezialgast dabei, wenn du denn Lust und Laune hast. Bin ich mal gespannt, was deine Abonnenten dazu sagen. Ja, genau. Also den Kanal von Marv Zockt findet ihr wie immer unter jedem Video in der Videobeschreibung. Und auch im Titel des Videos, den gestalte ich ja schon immer so, dass man da schon sieht, wer da als Spezialgast mit von der Partie ist. Und bei Gefallen einfach mal vorbeischauen oder generell einfach mal so vorbeischauen, empfehle ich ja immer, bei meinen Spezialgästen einfach mal vorbeizuschauen. Denn man kann ja auch noch andere Sachen entdecken, außer Minecraft vielleicht, die einem gefallen, nicht wahr? Und gerade bei dir, 10 Projekte, wie du gesagt hast, auch wenn es jetzt nicht deine eigenen vielleicht immer sind, sondern... Ja gut, also wie gesagt, ich tingle ja im Moment so ein bisschen zwischen den... Ja. Zwischen den, zwischen den Mitspielern und da kommen 10 Projekte zwar schon zusammen, aber nicht alle auf meinem Kanal. Hm. Aber ja, schon klar. So, dass da genug dann da ist. Genau. Zum Gucken. Und bei Marv macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Kann ich mal so sagen. Also ist meine Meinung zumindest. Das müsst ihr dann wissen, wie ihr das macht. Okay, gut. So, und während wir jetzt offline weiterbauen, werde ich jetzt dem lieben Grenzen die Kloake ins Haus laufen lassen. Ja, ich denke mal, die Folge werde ich dann dem Grenz schicken, was er dazu sagt. Ja, wenn er es nicht sowieso schon sieht. Mal schauen. Ja, aber dann hat er ja auch gesehen, dass es deine Idee war. Ich versuche ja hier nur zu gefallen. Das ist ja, ne? Das ist ja auch wichtig als YouTuber und als Gast, dass du den Leuten, wo du jetzt hier dann deinen Special-Auftritt hast, auch gefällst. Und wenn die gerne das so hätten, dass meine Kloake in ein Grenzhaus läuft, kein Problem, Kelturio. Ich glaube, da interpretierst du was rein. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld.
Ja. Okay, ja, das wird ja schick da, was du machst. Ach ja, je, der Marv. Ja, okay. Auf jeden Fall, wenn dann hier was stinkt, dann weiß ich ja, an wen ich Grants schicken darf. Mit dem Hackebeil. Ich komme dann mit dem Schwert und dann gibt's Kloppen. Und dem Feuerzeug. Ach, aber du machst ja irgendwie hier gerade so ein Podest, oder was? Es wird ja weniger Abflussleitung. Ja, pass mal auf. Na gut. Ich bin noch nicht fertig. Ich würde sagen, das machen wir offline und das zeige ich den Zuschauern dann als Überraschung. Genau. Gut, dann ja, bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer, ja, habt Spaß, liked die Videos oder auch nicht. Je nachdem, ich bin ja da eigentlich keiner, der immer sagt, hier Abo hoch, Daumen hoch, favorisieren und liken und weiterschicken und verteilen und bliblablo und blablablub. Macht's, wie ihr denkt, ihr macht es richtig und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder und ich verbleibe nochmal mit einem kleinen Tschüss und der Marv bestimmt auch. Servus! Servus auch, ciao!